Hi, ich bin Paul und im nächsten Video geht es um die Tello Edo Drohne. Diese ist sehr leicht und einfach zu bedienen. Sie hat vorne eine Kamera, mit der man Fotos oder Videos aufnehmen kann. Auf der Unterseite befindet sich ein Ultraschallsensor für die vertikale Positionierung. Die Drohne ist sehr leicht mit einem Handy anzusteuern. Dabei kann man sie mit Hilfe einer App entweder mit einem Controller oder mit blockbasierter Programmierung bedienen. Am Computer kann man sie entweder als Single-Drohne ansteuern oder mit anderen Drohnen zusammen als Swarm bedienen. Dafür hat man die Möglichkeit, mithilfe eines Packet-Senders UDP-Packets an die Drohnen zu senden oder ganze Python-Scripts zu schreiben. Bei den Python-Scripts gibt es eine Menge Open-Source-Software, die im Internet frei zur Verfügung steht. Hallo, ich bin der Kai und ich werde euch gleich zeigen, wie man auf dem PC mit Packet-Sender eine einzelne Drohne steuern kann. Als erstes muss man sich mit dem WLAN der Drohne verbinden, was ich hier schon getan habe, nämlich mit diesem WLAN hier, was von meiner Tello-Drohne ist. Als nächstes muss man hier die IP-Adresse eingeben, was in meinem Fall 192.168.10.1 ist. Man muss den Port auch auf 8889 stellen und von TCP auf UDP stellen. Nun kann man in der ASCII-Box beliebige Commands eingeben, aber als erstes muss man Command eingeben und Senden drücken. Was die Tello-Drohne in den gewünschten Modus versetzen kann, wo es weitere Befehle auch durchführen kann. Als nächstes kann man beliebige Commands hier eingeben, welche die Steuerung der Drohne beeinflussen, wie zum Beispiel Takeoff. Nach dem Takeoff kann die Drohne alle Commands ausführen, die im Skript des Herstellers zu finden sind. Dazu gehören Bewegungen wie vor und zurück, seitwärts sowie oben und unten. Die Drohne kann aber auch Flips in alle Richtungen ausführen und sich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen oder einfach schweben. Landen kann man die Drohne in die eigene Hand oder einfach direkt auf den Boden. Die Tello-Edo-Drohnen können auch im Schwarmmodus betrieben werden. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Als erstes müssen wir uns wieder mit dem WLAN der Drohne verbinden. Als nächstes geben wir in die ASCII-Zeile wieder Command ein. Als nächstes müssen wir AP eingeben, danach den Namen des Netzwerks und anschließend das Passwort des Netzwerks. Sollte das erfolgreich funktioniert haben, kommt diese Nachricht. Wenn alle Drohnen erfolgreich verbunden sind, muss man die IP-Adressen dieser herausfinden und in diesen Code eingeben. Den Code haben wir von Tello Edo zur Verfügung gestellt bekommen und haben ihn auf 3 Drohnen abgeändert. Wenn man die IP-Adressen erfolgreich herausgefunden hat, führt man den Code aus und kann nun in diese Zeile die bisherigen Commands eingeben. Als erstes startet man wieder mit dem Command-Command und geht über zu Takeoff und führt anschließend die Befehle aus, die Drohne ausführen soll. Die Commands, die jetzt über den Router gesendet werden, bekommen alle Drohnen des Schwarms und können sie so gleichzeitig ausführen. Für den Schwarm kann man dieselben Commands verwenden wie für einzelne Drohnen. Einzelne Drohnen des Schwarms kann man nicht unabhängig voneinander steuern. Man kann mit Python-Codes auch auf die Kamera der Tello Edo-Drohne zugreifen, was uns ermöglicht, weitere Projekte zu erstellen, wie zum Beispiel Object Detection. Dieser Code erlaubt es der Drohne, Objekte im Sichtfeld ihrer Kamera zu identifizieren. Dazu haben wir eine Object Detection Library verwendet. Es gibt viele verschiedene Methoden, Object Detection durchzuführen. Wir haben uns für eine entschieden, wo wir die CV2 und CVZone Library importiert haben und auch diese 3 Files hier. Um diesen Code durchzuführen, muss man sich zuerst mit dem WLAN der Drohne verbinden, hier mit dieser hier in meinem Fall. Und nachdem man das alles importiert hat, kann man einfach den Code laufen lassen.
Hier kann man sehen, dass mittels Code Objekte im Sichtfeld der Kamera identifiziert werden können. Basierend auf diesem Code könnte man auch noch viele weitere Funktionen umsetzen, wie zum Beispiel Object Following. Telo-EDU-Drohnen bieten einen einfachen Einstieg in die Drohnenwelt und haben zusätzlich ein paar sehr interessante Features. Man kann auf einzelne Drohnen sehr einfach mit Handy-Apps zugreifen und ganze Schwärme mit Hilfe von Computer und Router programmieren. Für fortgeschrittene Nutzer gibt es mehr Möglichkeiten. Für die Steuerung über Python gibt es eine Menge Open-Source-Software, die sogar die Einbindung von Kamera und Object Detection ermöglicht. Ein Nachteil ist allerdings, dass die Drohne nur UDP-Packets empfängt, weshalb es nicht möglich ist, die Schwärme mit Hilfe von Schwarmalgorithmen zu programmieren. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Positionierung nicht optimal funktioniert und die Drohne gelegentlich abdriftet. Zusammengefasst kann man aber sagen, dass die Telo-EDU-Drohnen eine Menge Möglichkeiten bieten und vor allem für Lernzwecke ideal geeignet sind.